David Starke ist gestern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Also scheinbar, genau genommen während eines Unfalls. Ich habe ja gehört, dass Frauen für Schokolade töten würden, aber durch Schokolade? Ihr Mann ist nicht bei dem Unfall gestorben, sondern durch Gift. Kaliumcyanid. Sie sind Ärztin. Was wollen Sie mir unterstellen? Laut Navi und Handydaten war Starke 2 Tage vor seinem Tod bei einer Nelly Brandt. Wir wissen, dass Sie mit Herrn Starke ein Verhältnis hatten. David hat seiner Frau die Wahrheit gesagt über uns. Sie haben sich das Kaliumcyanid besorgt, eine Spritze, und haben dann das Gift in diesen Schokoriegel gepumpt. Ich will jetzt hier raus. Ich will sofort hier raus. Bitte, bitte. Dann gibt es in der Regel nur eine Sache, warum alles aus dem Ruder läuft. In einem Supermarkt in der Nähe von Nelly Brandts Wohnung wurde ein Erpresserschreiben gefunden. Jemand droht damit, Schokoriegel zu vergiften. Ist der falsche Gang? So wie es aussieht, findet morgen Abend dieses MMA-Turnier statt. Und angeblich erwartet Jurgen Bowak dann auch die Ware. Was glaubst du, wie sie es machen werden? Stella, der liefert den Stoff 150 Kilo reines Kokain. Der Bowak, der vertickt das Gift. Kann er deine Scheißfinger von mir nehmen? Scheiß Hunde!